So, es ist wieder ein Stück weitergekommen. Ich habe es hingekriegt, das von der Uni verschnittene Fenster wieder hinzubekommen. Ich zeige es euch gleich mal von außen, warum das so kompliziert war oder warum ich es mir so kompliziert gemacht habe. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich wollte, dass das relativ flach wird. Deswegen habe ich mir hier ein U-Profil reingemacht. Dass wenn Wasser reinläuft, dass das hier in der Rinne wieder abläuft und nach unten wegläuft. Dadurch habe ich, wenn ich das Fenster zumache, fast keinen Auftrag. Also gerade mal die Stärke des Glases ist, was übersteht. Das heißt, wenn ich irgendwo an einem Ast oder so vorbeistreife, dann ist da kein großer Angriffspunkt. Wenn ich jetzt ein aufgetragenes Fenster gemacht hätte, wäre das ein Angriffspunkt und ich habe auf der Fahrt mit den 2400 Kilometern oft festgestellt, dass wenn irgendwas nur minimal übersteht, dass das relativ schnell abgerissen wird. Ja. Der Nachteil ist natürlich dadurch, dass ich jetzt das U-Profil habe, dass ich Schwierigkeiten habe, hier eine Befestigung festzumachen, weil ich habe hier kaum Platz dazwischen. Jetzt habe ich mir aber was rausgesucht, und zwar, ich muss mal zumachen, das klemmt. Das kommt hier innen rein. Erst aufmachen, dann zumachen, sowas. Das kommt hier innen rein. Entschuldigung für die Kameraführung, aber immer alles. Das kommt hier innen rein. Das seht ihr, das ist der Halter. Das Einzige, was ich ein Problem noch habe, ist, diese Fläche hier hinzukriegen und es dann dicht zu kriegen. Weil ich natürlich nicht so wie bei dem schönen Schloss so eine Gegenplatte habe, aber ich lasse mir da was einfallen. Wahrscheinlich mache ich mal eine Halterung hier drauf aus Resten vom Plexiglas, die ich verschraube, und die werde ich dann hier hinkleben und die Schrauben so machen, dass man es trotzdem aufschrauben kann und wieder wegmachen kann. Aber soweit bin ich jetzt ganz zufrieden. Heute hat es heftig geregnet, wie man hier sehen kann, ist alles nass, deswegen konnte ich heute auch wieder nicht viel machen. Also das Wetter hält mich gerade wieder ein bisschen auf. Motor sind zwar jetzt beide eingebaut, sind auf beiden Seiten jetzt drin. Übrigens habe ich jetzt hier jetzt auch noch ein Rad gefunden, rein selbe gleiche Alu-Optik wie die Räder sind, ohne Antrieb. Also wird das auch noch getauscht, dann ist alle drei Räder gleich. So, hier habe ich auch noch was gemacht, weil ich festgestellt habe, das schon fest fixieren. Weil ich festgestellt habe, das wird hier drin doch relativ arg warm, wenn die Sonne reinprügelt, vor allem wo es jetzt so extrem warm war. Deswegen habe ich jetzt hier eine Thermostatsteuerung reingemacht und einen Lüfter. Das heißt, wenn es hier drin, hier hängt das Thermostat, da eine gewisse Temperatur erreicht hat, und zwar ist 28 Grad, dann geht der Lüfter an und hilft noch zusätzlich die Luft zu runter zu kühlen. Der bläst raus, das heißt von hinten wird automatisch nachgesaugt. Und dann ist hier so ein kleiner Durchzug. Ich habe es schon ausprobiert bei wärmeren Tagen, war optimal, also hat funktioniert wunderbar, reicht vollkommen aus. Ich wollte eigentlich einen größeren reinmachen, aber das Problem ist, dass das hier 100 ist und 100 gibt es halt nicht, nur 120, und der passt dann wieder nicht. So. Ah, was ich vergessen habe, ich hatte ja noch Probleme mit den Schlössern hier. Da ich nichts Gescheites gefunden habe, habe ich jetzt hier als Sicherungsbolzen durchgemacht, durch die Schraube in die Schublade rein. So wird es die Schraube, das Schloss arretiert jetzt die Schublade, also sozusagen doppelt gesichert. Kann also nicht mehr während der Fahrt aufgehen. Ja, also viel leider könnte ich euch nicht zeigen. Wie gesagt, ich bin hier von dem Wetter stark beeinflusst gerade. Ist halt blöd, wenn man auf der Straße arbeitet. Ich habe jetzt noch ein paar Teile bestellt. Übrigens auch hier für hier innen habe ich passend gefunden so ein Aufsatzteil für Muckenschutz und Verdunklung. Dann habe ich das auch noch. Hier werde ich nur so einen Stoff noch hinbasteln. Aber eigentlich brauche ich es ja nicht. Ich will ja morgens recht früh aufstehen. Bloß hier will ich es halt wegen den Mucken haben. Fliegengitter, dann kann man das Fenster aufmachen und hat trotzdem keine Mucken drin. Für hier habe ich jetzt auch dieses Fliegengitter, wo ich immer Probleme hatte, habe ich mir jetzt auch so ein Rollo-System bestellt. Das wird hier auch eingeklemmt.
Dann kann ich das auch hoch und runter machen. Ich denke, ich hoffe, das wird nächste Woche kommen. Und die Teile für die Bremsen. Und dann hoffe ich, dass ich das hinbekomme. Dann zeige ich es euch. Elektrik habe ich auch noch ein bisschen was vor. Da will ich auch noch ein paar Sachen ändern hier. 10 Quadratkabel. So, das ist schon mal der Stand der Dinge. Aber ich wollte euch das mal zeigen. Vor allem bin ich jetzt froh, dass ich das Problem mit dem Fenster los habe. Und dass das auch wunderbar funktioniert. So, in diesem Sinne, wünsch was. Schön ist das Leben, man muss es nur schön machen, wenn es auch gerade viel Arbeit ist. Aber ciao.